von mir aus auch schönen guten Tag aus Istanbul, der Stadt des Eurovision Song Contest 2004. Freuen Sie sich auf eine Woche gespickt mit Highlights und türkischen Superstars rund um die Metropole am Bosporus. Und hier ist die Grand Prix Hitmaschine aus Köln-Sülz, Stefan Raab. Dankeschön, herzlich willkommen hier aus Istanbul. Unsere erste Sendung aus Istanbul findet heute hier statt und ich befinde mich hier auf dem Balkon unseres Istanbuler Studios. Und wie man sehen kann, hier hat man einen fantastischen Blick über die ganze Stadt. Hier ist der Bosporus, hier geht's ins Goldene Horn. Ja? Die Schiffe fahren rein, sie fahren raus, ein ständiges Heckmeck. Ja? Und da drüben kann man fantastisch die Moscheen sehen. Da vorne ist die Hagia Sophia, eine der ältesten Kirchen hier in Istanbul. Über 1000 Jahre alt. Und daneben ist der Sultanspalast, dort vorne auf dieser Anhöhe. Ja? Und wenn man mal auf die andere Seite rüber schaut, dann kann man den Bosporus entlang gucken und sieht dort hinten die Bosporusbrücke, die Asien und Europa miteinander verbindet. Ja? Die einzige Stadt der Welt auf zwei Kontinenten. Und da vorne kommt gerade ein Schlepper an. Ja? Sieht man hier unten, das sieht man, das sind immer die Boote mit den, kann man das mal zeigen, die Boote mit diesen Reifen. Die schleppen immer die großen Schiffe. Deswegen gibt es auch hier den Spruch Nepperschlepper, Bauernfänger. Ja, und hier war vielleicht was los. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war. Ein fantastisches Fußballwochenende, oder? Ein großartiger Auswärtssieg und damit vorzeitig Meister. Herzlichen Glückwunsch, Fenerbahçe Istanbul! Übrigens, die Mannschaft von Christoph Daum. Ja. Die Mannschaft von Christoph Daum ist vorzeitig Meister geworden hier in der Türkei. Fenerbahçe liegt übrigens drüben auf der asiatischen Seite. Da sind diese Anhöhen zu sehen. Da hinter den ersten Hügeln ist das Fenerbahçe-Stadion. Und da war natürlich gestern was los hier in der Stadt, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Überall, es wurde gehupt und gefeiert. Ich dachte im ersten Moment, Moment, ich bin doch schon seit ein paar Tagen da. Warum erst heute die Freude? Ja, aber es handelte sich um die Fans von Fenerbahçe, die dort gefeiert haben. Und hier ist einiges los. Ich weiß nicht, wer schon mal in Istanbul war von Ihnen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, fahren Sie hier hin. Wenn Sie, hier kriegen Sie einfach alles. Überall Händler auf der Straße, die Jacke aufmachen und so. Sagen, sag mal, brauchst du 12 Punkte für Max? Ja, ich habe dabei, hier. Und fantastisch. Wir haben eine Schifffahrt gemacht entlang des Bosporus. Eine kleine Tour. Hinten wollten wir durch die Meerenge und sind leider stecken geblieben, weil Elton an Bord war. Ja. Aber wirklich, man kann hier tolle Sachen erleben, fantastisches Wetter. Und viele glauben ja, dass Istanbul die Hauptstadt der Türkei ist. Das stimmt aber nicht. Die Hauptstadt der Türkei ist Ankara. Ja, das ist ähnlich wie in Deutschland, wo viele ja glauben, Berlin ist die Hauptstadt, ist aber Köln. Ja? Hallo! Ich glaube, der macht ein bisschen Stenz hier unten. Das kennt man ja, oder? Einfach mal Vollgas geben, bei uns mit dem Dreier-BMW, hier einfach mal mit dem Schlepper. Ja? Siehst du? Hat ihn schwer motiviert. Fantastisch. Ich bin froh, dass wir hier mit TV Total es geschafft haben, in Istanbul zu sein, bevor der Musikantenstadel kommt. Ja? Und wir haben in, was ist das, Norden? Moment, mal gucken, was das ist. Ost-Nord-Ost. In Ost-Nord-Ost ist unser Hotel und ich kann sagen, wir haben ein fantastisches Hotel. Ja? Unsere komplette Crew hat einen herrlichen Blick auf meinen Pool. Ja? Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Wunderschön. Ja? Toll, oder? Genießen Sie den Ausblick. Wir werden jetzt jeden Abend, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag hier aus Istanbul senden. Und viele von Ihnen wissen ja, auch in der deutschen Sprache kommt das Wort Istanbul oft vor. Zum Beispiel Claudia Schiffer ist an Bulimie erkrankt. Ja? Oder Elton ist an Buletten interessiert. Ja? Solche Sachen. Und ich nehme mal Platz hier in unserer Ecke. Fantastische, schöne. Wie setzt man sich hin? Im Schneidersitz? So.
Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Wahnsinn. Ich habe hier Sachen gekauft am Bazar. Ach, das zeige ich Ihnen gleich erst. Sie wissen, hier in Istanbul gibt es, glaube ich, den größten Bazar der Welt. Zigtausende Geschäfte in mehreren Gassen verteilt. Und da muss man natürlich handeln. Und wer der beste Händler in Istanbul seit jeher ist, das können Sie sich natürlich vorstellen. Ja, ich war auf dem Bazar und das sollten Sie sich jetzt mal anschauen, was da abgelaufen ist, mit Max zusammen. So, heute machen Max und ich mal einen kleinen Exkurs auf den Bazar in Istanbul. Und hier, Sedat, das ist Sedat. Ja? Okay. Sedat ist unser Mann hier, unser Führer durch Istanbul. Du kennst alles, oder? Du kennst sie aus? Ja, fast. Ja. Okay, wie heißt die Moschee da? Nur Osmanie Moschee, das Licht des Osmans heißt das. Aha, und wie heißt die Moschee da? Das ist also Beyazıt Moschee, eines von... Und wie heißt die Moschee da? Oh, das weiß ich nicht. Das ist keine Moschee, übrigens, ja. Das älteste Dampfbad von Istanbul. Das und jenes, also, das alles. Sedat weiß alles, ja? Und da geht's in Richtung Bazar, oder? Richtung Bazar, genau. Okay. So, jetzt sind wir hier an einem Bazar. Welcher ist das? Gibt es mehrere? Nein, das ist der größte Bazar der Stadt. Vielleicht der größte gedeckte Bazar der Welt. 4.400 Geschäfte gibt es drin. Boah. Und welche? So, kannst du mal aufzählen? Ja, eins, ja. Mit zwei Mehmet, drei. Ja, ja. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hier übers Ohr gehauen wird? Ja, sagen mal, man muss ja doch ein bisschen aufpassen. Ja. Okay. Alles ganz sicher. Hier, extrem. Okay. In your television program, I want to see it on your table, okay? This on my table? On your table. Okay. Das dürfen wir nicht vergessen. Gift from Turkey. A gift from Turkey? Ein Geschenk? From Istanbul Grand Bazaar. On Monday, I want to see it on your table. Okay. Okay. Also hier, das zeigen wir mal am Montag. Das zeigen wir auf jeden Fall in der Sendung. Ciao. Damit putzt du dir die Zähne. What is it? Wood? Das ist, ja, Holz. Das ist so ein bestimmtes... And you brush your teeth with wood? How? Ja, du fährst dir so über die Zähne und kaust drauf rum und machst es... Ja. Und dann, was passiert dann? Kriegt man so Zähne wie du, oder? Dann kriegt man ganz gut. Tschüss. Oder, wenn man es zu lange macht, kriegt man so Zähne wie ich. Das kann natürlich auch sein. Can I try this here? I think this... Sultan hat. So, yes, because I'm a German Sultan. Right. Oh. Is it okay? Yes. What do you think? Nice. Are you Sultan like that? Yeah. Okay. I think you are Sultan. Can I go on the street with that, or would the people look at me? People to look at you. People look at me, yes. And say he's stupid. Of course. Yes. Of course, yeah, then. Turkish is lira or euro? Lira. Lira kostet 55 Millionen. Was? Und wie viel Euro? Ich weiß es nicht, gib mir keinen Kurs. Das kommt von 30 Euro. Oder? 55 Millionen Euro? 55 Millionen Euro, ja. Ach du Scheiße, dafür kann ich ja selber machen. 55 Millionen Euro. In Euro sagen Sie so. 55 ist ja mehr als 15 Millionen. 32 Euro. 32 Euro. 30, Sie haben Euro. 30 Euro? Ach, da kann ich den machen. Für 10 Euro. Okay, das ist Geschenk für dich. Okay. Für 10 Euro mache ich selber. 10 Euro? Was? 10 Euro das. Ja, was denn? Das ist gut. Das für 10 Euro? Ja. 10 Euro? Ja. Warum nicht? Schauen Sie. Ja. Das ist super. Also. People don't say stupid with, ja, this. Don't worry. Damit man mein Gesicht nicht mehr sieht, da zahlen manche Leute 100 Euro für. 38 Millionen, okay. 38 Millionen, Moment mal. Ich sag so gar nichts mehr. Nee, jetzt ist ja schon in der Tüte drin. 38 Millionen. Nee, das geht aber schnell hier. Also wenn einer was in die Tüte einpackt, heißt das, das Geschäft ist schon geschlossen. Sei ein guter Geschäftsmann. Nee, also pass auf. Also pass mal auf. Ich sag, du bist sehr gut. Mein letztes Wort. 12 Millionen. 12 Millionen? 12 Millionen Euro. 12 Millionen Euro. Ja. Nee. Millionen, 12 Millionen Euro ist zu viel. 12 Millionen Lira, türkische Lira. Ja. 12 Millionen Euro. 20 Millionen. 12 Millionen Euro, da verdiene ich ja am Tag. Da gebe ich ja nicht für so einen Hut aus. Ich gebe ein Stück für 12 Millionen. Für nein, ich will schon das Schuh, das ist gut. Nein, die Schuhe will ich doch nicht. Warum nicht? Da weiß ich doch nicht, wer seine Käsefüße da schon drin hatte. Ah, this is good. Yes. 25 and this. Yes. Okay. Okay. Geil, oder? 60 Millionen angefangen, jetzt sind wir schon 25. Das ist 5 Millionen. Und die haben mich trotzdem noch verarscht. Bin ich absolut sicher. Okay. I put it on, ne? Directly. Yes, sir. And you say people don't look at me. No. No. You sure? So. Thank you very much. Thank you, my friend. Ah, here. Hey, wait.
Ah, wollte er behalten. Hast du gesehen? Ja, ja, you forget. Okay, thank you very much. Good luck. Eh? Bye, bye. Bye. So, dann gehen wir mal weiter. Dankeschön. Tschüss. Ja. Gleich noch mehr. Gleich noch mehr vom Bazar. So. Das habe ich auch noch mit abgezogen. Sehr gut. Gleich noch mehr vom Bazar. Wir zeigen Ihnen weitere tolle Bilder. Und hier, das habe ich auch noch, das habe ich geschenkt bekommen. Haben Sie eben gesehen, habe ich gesagt, dass ich das in der Sendung zeige, dass ich das hier hinstelle. So. Und Sie wissen ja, hier in der Türkei ist ja so, hier sieht man die eine oder andere Raubkopie. Also gerade bei CDs oder so. Es gibt sogar hier schon CDs von Max. Die zeige ich Ihnen aber erst nach der Werbung. Die habe ich auf dem Bazar entdeckt. Ja, lassen Sie sich mal überraschen. Und nach der Werbung sehen Sie bei uns auch das hier. Und zwar Elton und Gülcan waren unterwegs in Istanbul und haben sich ein bisschen eingekleidet. Dann ist bei uns Comedian Kaya Jana zu Gast. Sertab, die Gewinnerin des Grand Prix letztes Jahr, ist hier bei uns zu Gast. Max kommt zu uns und Sie sehen Rabengefahr zusammen mit Max in einem kleinen Hubschrauber-Rundflug über Istanbul. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Fantastisch, oder? Das ist ein Studio, so wie man sich das vorstellt. Hinter uns eine Moschee neben der anderen. Und was wir da eben gesehen haben, da drüben, ich habe eben gesagt, das ist eine Kirche, das war früher eine Kirche. Die Hagia Sophia, das war lange Zeit eine Kirche und wurde dann zur Moschee umgewandelt. Falls der ein oder andere Klugscheißer am Fernseher sitzt und sagt, das stimmt ja nicht, dass das eine Kirche ist. Ja? So, ihr wart ja schon auch hier ein paar Tage unterwegs und habt ein bisschen gedreht. Gülcan, du sprichst ja die Sprache perfekt. Ja, ich versuch's immer wieder. Du bist aber in Deutschland geboren, oder? Ja, ich bin in Lübeck geboren, aber Türkisch verlernt man ja nicht. Ich meine, ich konnte bis ich 5 war überhaupt gar kein Deutsch. Ah, okay. Und wir haben zu Hause nur Türkisch gesprochen und im Kindergarten habe ich dann Deutsch gelernt, so. Wo kommen deine Eltern her? Aus welchem Teil der Türkei? Die kommen also genau hier, wo wir gerade sind. Hier? Die sind hier aufgewachsen und ich kenne das alles hier noch, die Straßen, weil als ich mit meinen Eltern hier war, die haben mir dann so die Straßen gezeigt, da meinte Papa so, ja guck mal, da hat Mama gewohnt und dann habe ich mal Steine geschmissen und dann habe ich mit Schokolade unten gewartet und so. Ich so, ja Papa, schön, schön, schön. Aber das haben die mir mal erzählt, also es ist hier irgendwo in den Ecken. Und ihr wart zusammen ein bisschen einkaufen, Elton? Ja. Habt auch mal euch umgeschaut, es ist ja eine sehr moderne Stadt. Tatsächlich, ja. Also eine wirkliche Metropole. Es gibt hier ein Viertel, das sieht aus wie New York mit Hochhäusern. Dann gibt es hier wieder sehr traditionelle Viertel, die Altstadt und so weiter. Und ihr habt euch mal ein bisschen eingekleidet, oder? Ja, das können wir uns auch gerne machen. Habt ihr was gefunden? Auch für mich, ja. Achso, erst möchte ich noch mal das zeigen, was ich auf dem Bazar, dann muss ich, bevor wir diese Max zeigen, wo ihr unterwegs wart, was ich auf dem Bazar gefunden habe. Ja, es ist ja hier so, hier findet man ja viele Sachen, Taschen von Dolce & Gabbana, Gucci und alles ganz billig. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Ja? Rolex-Uhren, ja, für einen Bruchteil des Preises. Ja. Und auch Raubkopien von CDs gibt es hier einige. Ich habe hier einige gekauft, schauen Sie mal. Zum Beispiel die CD, ja, Sie kennen ja die CD, das ist so original. Original-CD von Max, ja, kennen Sie vielleicht. Und dann habe ich hier auf dem Bazar mich mal umgeschaut und habe mal gefragt, ob die das auch haben. Ja, und ich habe zwei verschiedene gefunden. Einmal habe ich die hier gefunden, schauen Sie mal. Ja. Und, ja, habe ich gesagt, is it real? I mean, is it a legal copy? Yes, of course. Und dann bin ich in den nächsten Laden gegangen und da wollen sie mir das verkaufen. Ja. Ja. Vorsicht! Ja. Ansonsten aber alles korrekt. Ja. Ansonsten aber alles korrekt. Und ihr beide wart mal einkaufen und habt euch mal ein bisschen eingekleidet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Elton und Gülcan unterwegs beim Shopping in Istanbul. Ich kann schon wieder.
Ich stehe hier direkt am Bosporus und gut, das Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber die Sonne scheint trotzdem, denn neben mir steht meine bezaubernde Kollegin Gülcan, die mir ein bisschen unter die Arme greifen wird. Evet, evet, bugün sana yardım edeceğim, İstanbul'u göstereceğim, çok güzel bir zaman geçireceğiz. Ja, das machen wir dann später im Hotel. Wir sind hier in Istanbul und was kann man in dieser wunderschönen Stadt als erstes machen? Natürlich. Nein, 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 Moment, Elton. Erstmal ein kleiner Kulturschock von mir für dich. Und zwar ist Istanbul ja die Stadt, die einzige Stadt, die auf zwei Kontinenten liegt. Und wir sind jetzt auf der asiatischen Seite. Aha. Da drüben ist die europäische Seite und der Bosporus, die Brücke hängt dazwischen. Ja. Und wenn man darüber fahren will, muss man sogar 2,5 Millionen bezahlen. Ja, das klingt alles sehr schön. Man kann hier also jede Menge entdecken, jede Menge sehen. Und deswegen gehen wir jetzt auch als allererstes shoppen. Oh ja. Wir wollen gerne Geld wechseln. Was, du hast abgezählt? Wie viel? Nee, habe ich nicht. Warte. Ups. Ups, der gehört noch uns. Eins, zwei. Das zieht ein. Guck mal. Guck mal. 1 Milliarde haben wir jetzt. Wir sind Milliardäre. Warte, ich zähle erst mal nach. Ja, zähl du mal nach. Ich komme in einer halben Stunde wieder. Zwei. Ah, Elton, guck mal, Marvi Jeans. Mavi Jeans? Ja, das sind die besten türkischen Jeans in der Türkei. Echt? Ja, natürlich. Dann bin ich ja mal gespannt. Das würde ich mir gerne ja mal angucken. Ich auch. Ja, wollen rein. Wir? Ladies first, Elton. Ach nee, guck mal hier. Zeig meine mal. Meine Lieblingshose. Nehme ich. Schön. Nehme ich. Hier. Nehme ich. Elton! So, von mir aus können wir anprobieren. Dim, dim, dim. I'm too sexy for my cat. Elton? Ja? Ich habe jetzt was Schickes gefunden. Ja, ich auch. Zeig mal. Okay. Haha. Ja. Ja, toll. Oh nee, ne? Das habe ich mir auch rausgesucht. Und wir gehen jetzt mal näher. Ja, losse de Domen Kölle. Denn da gehört dahin war. Was soll da dann woanders? Gib mir Bütze. Bütze. Oh Gott, ich hab. Dankeschön. Tschüss. Super. Wir lassen den dummen Köln. Meinst du, die lassen uns so rein? Bitte guck einfach mal. Ah, Ladies first. Was wollen wir jetzt hier? Wir wollen doch baden gehen. Wir wollen baden gehen. Irgendwann ach so. Mal. Und da brauchen wir doch was Hübsches für dich. Sowas mit Blümchen oder so. Für mich? Ja. Na? So, und jetzt die Gülcan. Ja. Du glaubst, also das ist sexy, ja? Ja. Pass mal auf, das kann ich auch. Du kannst das schon mal zahlen. Okay. Und ich gehe raus. Tschüss. Hallo. So freizügig. Ja. So freizügig gehen hier Männer selten auf die Straße. Du Plätzchen, du. Aber es stand mir nicht, kann das tragen, ja, glaube ich. Ja, man sieht, langsam wird es hier dunkel hinter uns. Ja, langsam bricht die Nacht herein über dem goldenen Horn, das direkt hier hinter ist. Ja. Und jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der sich auch bestens auskennt mit der türkischen Kultur. Denn er ist ein sehr erfolgreicher Comedian in Deutschland, ist zur Hälfte Türke und zur anderen Hälfte Araber und setzt sich in seinen Programmen auch natürlich sehr mit diesen Themen auseinander. Begrüßen Sie recht herzlich Kaya Jana! So.
So. Danke. Ja, herzlich willkommen hier in Istanbul. Hi. Für dich das erste Mal? Für mich? Nein, ich war schon ein paar Mal in Istanbul. Ah, echt? Das letzte Mal, letztes Jahr, so 7, 8 Tage lang. Sightseeing. Ja. Ja. Und es ist eigentlich gar nicht so eine große Umstellung, finde ich. Weil offene, freundliche Menschen hier, türkische Basade, ist genauso wie in Köln-Mülheim. Köln-Mülheim, ja, das ist im Prinzip genau Umstellung. Das ist nämlich da, wo wir beide produzieren, genau in Köln-Mülheim, das ist praktisch türkisch. Ja, denn Köln-Mülheim ist im Prinzip ja, ein komplett türkisches Viertel, nur türkische Läden. Ja? Ja. Deswegen für uns eigentlich keine große Umstellung. Ja. Hast du, wenn du hier in der Türkei warst, eine Woche, hast du hier Urlaub gemacht oder hast du hier beruflich zu tun gehabt oder hast du sozusagen für dein Programm mal direkt Kontakt mit der türkischen Kultur aufgenommen? Ich war tatsächlich privat unterwegs, aber das kann man ja nicht so unterscheiden jetzt. Das Berufliche kann ich nicht trennen vom Privaten. Ja. Natürlich entstehen jetzt irgendwelche Ideen dadurch, dass ich hier mich umgucke. Hier zum Beispiel hier so ein paar Nasen sehe. Das ist witzig. Was vor allem aufgefallen ist, dass die Türken hier in der Türkei sich genauso an den Sack greifen wie die Türken in Deutschland. Ist das so? Ja, die machen das genauso. Die stehen auch. Wir sind gestern angekommen hier im Flieger in Istanbul Flughafen und dann stehen da auch so. Wir kamen an, schon die ersten Türken so. Die standen wirklich so die ganze Zeit. Ich habe gedacht, das wären Touristen aus Deutschland. Nee, das waren irgendwelche. Sind auch Deutsche hier? Alles voll. Ihr Deutschen braucht gar nicht so zu lachen. Ihr macht das auch, aber ganz unauffällig in der Hosentasche. Nee, es ist witzig. Also ich finde, also Istanbul ist absolut europäisch. Man muss sich an 2, 3 Sachen halt gewöhnen. Ja. Der Muhyiddin singt. Ja. Kann man das hören? Er singt. Das ist Christoph Daum, der freut sich wegen gestern. Ja. Wir haben gewonnen. Was haben wir denn? Warum denn? Das ist immer noch unübliche Uhrzeit, oder? Die fangen ja morgens früh um 5 Uhr schon an. Ja, die singen den ganzen Tag immer zwischendurch. Ich habe noch nicht genau gecheckt, zu welchen Uhrzeiten. Morgens um 5. Was gibt es noch für Unterschiede? So, was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Istanbul und Köln noch sonst? Ja, was auf jeden Fall auffällt. Ich meine, in Istanbul ist das nicht mehr so häufig wie in anderen Teilen der Türkei. Aber hier zum Beispiel in der Diskothek gibt es noch ein Plumpsklo. Ja. Kennt ihr Plumpsklos? Ja? Also die Deutschen, das erste Mal Plumpsklo sehen, ist nichts anderes als ein tiefes schwarzes Loch. Ja. Ist einfach so ein ich habe keine Ahnung, wie die Dinger da gebaut werden. Und das Geile ist, dass du ja wirklich so auf dem Plumpsklo hockst. Ja. Und wer ist auf diese Stellung gekommen, frage ich mich. Ja. Wir bauen ein Loch und so musst du drauf hocken. Dann guckst du die ganze Zeit den Kakerlaken zu. Aber die Kakerlaken sehen in der Türkei ganz anders aus als in Deutschland. Also natürlich gibt es in Deutschland auch Kakerlaken, aber in der Türkei sehen die wirklich türkisch aus, nämlich ein Vollbart und Gebetskette, weißt du? Die warten und gucken dir so zu, alles klar, geil. So. Ich dachte immer, man müsste, das wusste ich, habe erst kürzlich erfahren, vor 3 Wochen. Ja. Ich war immer der Meinung, auf diesen Plumpsklos müsste man stehen bleiben und nicht in die Hocke gehen. Ja, und dann habe ich immer gewundert, warum ich nasse Füße kriege. Ja, bei Geschäft 1 geht das, aber bei Geschäft 2? Ja, stehen Sie eins und Geschäft 2. Ja, aber ihr könnt ja die Sprache sprechen, geht immer hier in die Apotheke und sagt, ihr braucht was gegen Durchfall. Wie wollt ihr das denn dem Apotheker klar machen? Das ist auch sehr lustig. Aber Kaya kann ja gar kein Türkisch. Bitte was? Du hast zwar türkische Eltern. Doch, ich kann Türkisch. Türkmusen und so. Was? Gülle, Gülle. Ja, ich gebe es ja zu, ich habe so ein bisschen verlernt. So seit 20 Jahren da haben sich meine Eltern verabschiedet von mir. Nein, nicht von mir, also gegenseitig. Haben gesagt, kein Bock mehr wegen den Kleinen. Und ja, da konnte ich das nicht mehr so pflegen. Also ich meine, ich kann es nicht so gut wie du, ne? Du kannst gut, oder? Du hast doch gesungen letztes Jahr mit Mustafa Sandal zusammen. Aber es war deutsch, also der Part. Da waren aber auch türkische Parts. Ja, auch. Aber den hat er gesungen. Mach mal. Ja, gleich am Ende der Sendung gibt es eine absolute Weltpremiere. Hier werden Max und ich zusammen mit Sertab, der türkischen Grand Prix-Gewinnerin vom letzten Jahr, Can't Wait Until Tonight in einer spektakulären orientalischen Turko-Pop-Version spielen. Ja? Das kommt noch auf Sie zu, aber gleich erst nach der Werbung mal ein kleines bisschen Werbung, Kaya. Und nach der Werbung sind wir wieder da. Dann kommt Max zu uns, dann sehen Sie Raab in Gefahr zusammen mit Max im Hubschrauber über Istanbul. Und Sertab singt jetzt von ihrer neuen Platte den Titel Leave. Herzlich willkommen, Sertab! Falls into the past just like
Eltern. Sertab. Welcome. Welcome to the show. Sertab, Kaya, Kaya, Sertab. Take a seat. Sit down. Yes. Yeah. Really great costume. You like it? Yeah. The Sultan's it's costume. Very old-fashioned, but it's okay. So, very nice song. Thank the you. Song is called Leave from yeah. your from your new album, which is called Boundaries. Das haben wir hier. Das ist das neue Album von Sertab, Boundaries. Sie kennen ja unseren Präsentator in Köln, in unserem Studio. Hier haben wir es ein bisschen spärlicher. Das haben uns türkische Ingenieure gebaut. Ich kann das mal gerade zeigen. Das kann man hier an der Seite, kann man das drehen. Das aktuelle Album von Sertab, Erina, No Boundaries. So. Leave. So, without you, we yeah. wouldn't be here. Yeah, ohne Sertab wären wir gar nicht hier. Because you won last year, so how was that for you? The big victory in the Eurovision. It was amazing. After the winning, I had my everywhere that I can release all around the Europe. Yeah. And I had traveled a lot for promotion, but I met many, many new people. Yeah. And I had great TV shows. Sie war ja auch bei uns. Yeah, and then it was amazing. It was yeah. so exciting, but my career took a new direction. It's amazing. Sie war überall unterwegs in ganz Europa. Das war ein Riesenhit auch in anderen Ländern. Every Way That I Can, das war der Titel. Every Way That I Can. Na, 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 na. Ne? Und sie war auch bei uns in der Sendung zu Gast und ihre Karriere hat eine völlig neue Wendung genommen. So you live here in Istanbul? I was born here. You were born here, so my, where do you my live mother, at the moment? My father, yeah. Where do you live at the moment? I live in the Asia part. In the Asia part, yeah. Right across the Bosporus. Yeah. Yeah. So, which is your favorite football club? It was when I was young, yeah. Fenerbahce. Fenerbahce. But not now. Not now? No. So who do you keep? I your... don't have. You any don't team. Have also. No. Okay. No. But, diplomatische Antwort, ne? Was? Diplomatische Antwort. Diplomatische no, no. Antwort. Ja. Wer ist hier Fenerbahce-Fan? Ah. Yesterday. Yesterday, Fenerbahce. Yeah. 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 They won yeah. the they won the, yeah. the national yes. yes. champions. Yes. Christoph Daum, the German Christoph coach. Christoph Daum, the German coach. Oh really? Yeah. Yes. Oh, I didn't know. Und Christoph that. Daum wow. kommt am Donnerstag hierher I'm zu uns so in die sorry. Sendung, meine Damen und Herren. Ist das eine Sensation? Ja, das ist eine Sensation. Do you perform in the Eurovision Song Contest this year? Yes, I'm opening the final night. The yeah. show, I have a great show. I'm planning to sing two songs, Every Way okay. and Leave, the kind of medley. Okay. And the other thing, the semi-final night, I have a concert. Ah, okay. Yeah. Also sie tritt am Mittwoch in dem Halbfinale auf. Es gibt ja noch 22 Länder, die sich noch für den Samstag für das große Finale qualifizieren müssen. Und in dieser Show wird sie auch auftreten und sie wird auch am Samstag mit dabei sein. Und jetzt kommt der junge Mann. And now the German entry comes up to the stage. Okay. Meine Damen und Herren, hier ist Max! Ja. So. Ja, Max, wir haben ja schon ein bisschen was erlebt hier, oder? Ja. Du bist auch das erste Mal in Istanbul, oder? Ja, stimmt. In ja. Istanbul, ja. Wir haben echt Glück gehabt, dass bevor wir angereist sind, war das Wetter sehr schlecht. Und mittlerweile ist es fantastisch. Ja? Und wir haben einen kleinen Hubschrauber-Rundflug gemacht, oder? Der war cool. War richtig schön. Das war wirklich sehr cool. Und von dort oben kann man natürlich die ganzen Sehenswürdigkeiten fantastisch sehen. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Raab in Gefahr zusammen mit Max beim Hubschrauber-Rundflug über Istanbul. Bitte schön. So, jetzt wird mal gerade der Helikopter rausgeschoben. Pass auf.
Denn wir machen gleich einen kleinen Rundflug über Istanbul, der Max und ich. Der Max sitzt am Steuer und ich sitze hinten drin. So, und da der Motor kaputt ist, muss der Helikopter jetzt rausgeschoben werden. Aber ist nicht so schlimm, hat der Kapitän gesagt. Mit dem ich mich vorzüglich in Türkisch unterhalte. Denn Piloten brauchen ja nicht Englisch sprechen. Ist ja anders. Okay, dann macht's mal gut. Glaube ich, insgesamt singen. Super, oder? So, jetzt fliegen wir hier tief an, über den Bosporus und gehen jetzt den Steilflug hoffentlich etwas höher, wenn das Land kommt. Und da unten ist die Hagia Sophia, da waren wir schon mal, die haben wir schon mal besichtigt. Sehr gut, so habe ich mir das vorgestellt. Guten Abend, hallo. Ja, hat mir gewunken, der Kollege. Eine wirklich sehenswerte Stadt. Wir haben jetzt ja ein paar Sehenswürdigkeiten von oben auch gesehen. Istanbul hat eine große kulturelle Geschichte und der Kaya, der kennt sich bestimmt mit der Geschichte der Türkei aus, oder? Ja klar. Wie das alles hier entstanden ist, oder? Das wissen die wenigsten. Die Geschichte der Türkei ist unglaublich interessant und unglaublich lustig. Also die Türken an sich sind ein lustiges Völkchen, die haben schon ein bisschen Rad ab, ne? Ja. Und die Geschichte, zum Beispiel vor 2000 Jahren, da gab es keine Türkei. Wisst ihr auch, ne? Hallo! Nein, vor 2000 Jahren gab es echt, da gab es nur ein paar Römer, ein paar Griechen. Erst im 13. Jahrhundert nach Christi hat sich ein Türk auf den Berg gestellt und hat gesagt, du kommst hier nicht rein. Und doch, das war der erste Türsteher der Geschichte. Das ist unser Beruf. Den Beruf haben wir erfunden. Und der Typ hieß Osman. Und der Grund, nein, ist kein Scherz, der Typ hieß Osman. Deswegen gründet er das Osmanische Reich. Klar, Osman, Osmanisches Reich. Wenn es Murat gewesen wäre, das Muratinische Reich. Wenn es eine Frau gewesen wäre, das Aische Reich. Aber zum Glück ist der Typ Osman. Und das Osmanische Reich, das breitete sich tierisch aus. Im Mittelalter waren wir die Streitmacht. Wir waren hunderte von Jahren waren wir in Spanien. Dreimal standen wir Türken vor Wien. Also wir kamen irgendwie, es war wie verhext, wir kamen nicht rein. Es war wie so eine Glühbirne für die Mücken. So, ich komm nicht rein, probier du mal. Ich komm mal nur. Weil da stand ein Österreicher Türsteher, du kommst hier nicht rein. Eigentlich ist es schnell erzählt, 1923 gab es jemanden, der ist Kemal Atatürk. Der hat die moderne Türkei, wie wir sie heute kennen, gegründet. Ja, hat sämtliche Reformen durchgeführt, hat die ganzen Sultans... Sultanos. Sultanin, genau. Die ganzen Rosinen rausgeschmissen.
Und eigentlich versuchen seit 50 Jahren versuchen die genau, seit 50 Jahren versuchen sie irgendwas zu sagen im deutschen Fernsehen. Jetzt haben sie die Gelegenheit. Seit 50 Jahren versuchen die Türken in die EU zu kommen, ungefähr. Ja. Aber auch in die EU kommen sie nicht wie Glühbirnen für die Mücken. Puff, ich komme da rein. Puff, ich komme da rein. Ich habe keine Ahnung, woran sie geht. Aber das ist ungefähr so die Geschichte der Türkei. Ist unglaublich interessant, sehr ja, lustig. Und vor allen Dingen ist Sertab ja auch mit der deutschen Kultur ein bisschen vertraut. So you have been in Germany. Yeah. In Berlin, and yeah. What did you do there? You recorded a CD or what, and you sang some German songs? But you're able to sing German songs? Yeah. What kind of songs can you sing? Leads and arias, because what? I graduated from conservatory. Okay. Yeah, I'm a coloratura soprano. When I was a student, I sang lots of leads, and Schubert, Schumann. Ah, okay. Sie hat sehr viele deutsche Lieder schon gesungen, von Schubert, von klassische Lieder von Schumann. Und wir waren zusammen, Max und ich waren zusammen mit Sertab in einer türkischen Fernsehsendung letzten Freitagabend. Da war sie auch zu Gast. Und da hat Sertab ein deutsches Lied gesungen. You sang a German song, yeah. Which was called Die Forelle. Die Forelle, ne, was sah ein Knab an Röslein stehen? Ah, Röslein. Ja. Can you sing it for the German audience? Sure. Yes. Sure. Yeah. Do it here, right? Well, do you have to stand up? No. No, I'm okay. Okay, listen to this. Sein Knab ein Röslein steht, Röslein auf der Heide, war so jung und morgenschön, lief der Schnee, ließ noch so sehen, saß mit vielen Very good pronunciation. Really? Yeah. Oh, right? Yeah. But your language is so different. Yeah, yeah. It's difficult, huh? But your pronunciation is sensational. Die Aussprache ist fantastisch. Ja. Ja, für eine Türkin sah ein Knab ein Röslein stehen. Ja? Sah ein Knab ein Röslein stehen. Sensational. Und wir haben auch ein Lied eingeprobt, ein türkisches Lied. Und das werden wir jetzt gleich spielen. We rehearsed the Max Eurovision song Can't Wait Until Tonight in Turkish. Yeah? Okay. Together okay. I sing the verse, Max sings the chorus and you sing with us. Yeah. Yeah? Also wir haben Can't Wait Until Tonight in Türkisch eingeübt und wir werden das gleich zusammen mit Sertab singen. Vorher habe ich noch einen kleinen Hinweis für Sie. Jetzt gleich nach TV Total, beziehungsweise Istanbul total, ja, sehen Sie hier bei ProSieben Kalkofes Mattscheibe. Und jetzt gehen wir rüber, come with me, und jetzt werden wir zusammen für Sie eine Weltpremiere im deutschen Fernsehen, die türkische Version von Can't Wait Until Tonight singen. Und zwar auch in einem sehr orientalischen Arrangement. Moment, ich muss mir gerade mal hier die Ohrstöpsel rein. Sertab, komm mal in die Mitte. Letztes Sertab in the middle. Ja. Okay. So, meine Damen und Herren, absolute Weltpremiere. Jetzt geht's los. The Heavy Turks, meine Damen und Herren. Ja. Nicht mehr die Heavy Tones in diesen Tagen. Die Heavy Turks, unsere fantastische Band, beginnt mit einem sehr orientalischen Beat. Bir, iki, bir, iki, üç, en. Thank you.
Schulz, meine Damen und Herren. Ja, sensational. Vielen Dank, Kesche Kürler. Danke. Max Radar. Ja, vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Dass heute Morgen bei uns zu Gast Nina Özkan, der Kultmoderator des türkischen Fernsehens Beyazıt und mehrere spektakuläre Bilder aus Istanbul von Agent von uns. Also machen Sie es gut, bis morgen. Schalten Sie wieder ein bei Istanbul Total. Viele Grüße vom Bosporus. Tschüss.